heute Charity-Auftakt und auch zugleich noch der 70. Geburtstag. Das ist ein gutes Omen. Warum geht man dann zu einem Event? Weil ich am 9. meinen Geburtstag gefeiert habe mit meinen Freunden und mit meiner Frau. Und ich habe zugesagt, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich am 11. Geburtstag habe. Ich denke, wenn es einem gut geht, muss man ein bisschen ein Auge drauf haben auf die Leute, auf die Menschen, denen es nicht gut geht. Und da sollte man schon auch ein bisschen dankbar sein und ein bisschen was abgeben, wenn man, also ob das jetzt mit der Stimme oder wann was zu spenden ist. Also man darf sich da nicht verschließen, sonst macht das Leben keinen Spaß. Janine Schiller, heute ist der Start in das Charity-Jahr 2016 und natürlich mit einer Veranstaltung von der Janine Schiller. Was wird heute los sein, beziehungsweise was wird das Jahr alles bringen im Charity-Bereich? Schwere Zeiten. Ich hoffe, dass ich es wieder schaffe. Wenn mir jemand zusagt oder nicht zusagt, dann rufe ich wieder an und dann rufe ich wieder an und dann rufe ich wieder an, bis halt irgendwann sagen, ja, es geht doch. Janine ist ein übersozialer Mensch. Ich bewundere sie, ich bewundere ihre Projekte, die sie macht, wo kein Cent irgendwo anders hingeht, wo alles wirklich eins zu eins direkt an die Hilfsorganisation geht, wo sie nicht einmal ein Honorar erhält für die Arbeit, die sie tut. Und das finde ich echt toll. Was sind deine Pläne für 2016, was Society und auch was Charity anbelangt? Charity gefällt mir besser als Society. Also das ist das Charity-Jahr 2016. Solange man etwas Positives damit machen kann, so wie ich halt mit meinen Hilfstönen oder wie die Janine Schiller für ihre Kinderzentren oder für viele andere liebe Freundinnen und Freunde von mir, Charity Ladies und Charity Gentlemen, die halt für die gute Sache ihre Bekanntheit nützen können, um ihm Gutes zu tun. Welche Rolle trägt Alfons Haider im Jahr 2016, was den Charity-Bereich anbelangt? Eine große, nehme ich an. Letztes Jahr waren es 37 Auftritte und da haben wir vorgenommen, dass wir da ein bisschen weniger werden, weil das ist dann einfach zu viel. Aber ich habe dann immer so ein Riesenherz und so eine Hemmschwelle, Nein zu sagen, dass wir, also wir haben uns heuer ausgemacht, 2 Monate müsste auch genug sein, weil sie auch dann für den Zuschauer weniger wert wird, so traurig das klingt. Was hat sich der Alfons Haider persönlich vorgenommen für 2016? Ich möchte noch Zeit, noch mehr Zeit mit meiner Mutter genießen. Sagen lässt. Bist du auch sozial sehr engagiert? Wo sind deine Schwerpunkte im Bereich Charity? Naja, ich bleibe meiner Linie natürlich auf jeden Fall treu. Ich werde natürlich die syrischen Flüchtlinge, vor allem den Kindern, weiterhin unterstützen, betreuen, soweit ich kann, mit allen Mitteln. Und ich wünsche mir oder ich hoffe, dass es wirklich der Krieg ein Ende setzt heuer in Syrien, dass die Menschen einfach oder vor allem die Kinder nicht um ihr Leben fliehen müssen. Und ja, das hoffe ich auf jeden Fall sehr. Janine ist einfach wirklich ein Wahnsinn. Großartig. Groß, sie ist zwar klein, aber sie ist großartig. Ich bin halt lästig, ja, fürs Geld. Aber bis jetzt habe ich Erfolg gehabt damit und ich hoffe weiter zu haben. Positiv lästig. Positiv lästig, ja.